Vom Paradeplatz Mannheim ging es mit den Bussen durch das immer schöne Neckartal in das Städtchen Bad Wimpfel. Über die basaltgepflasterten Straßen spazieren wir vorbei an Fachwerkhäusern zur Burg, weil man vom Burghof eine wunderschöne Aussicht hat über das Neckartal, besonders bei diesem herrlichen Wetter. Einen Besuch machen wir auch im Burgmuseum mit den tollen Ritterrüstungen. Beeindruckend für die Kinder sind die alten Mauern und erhaltenen Stadttore. Vor der Weiterfahrt noch eine Einkehr im Café. Tagesziel in Jagsthausen ist die Götzenburg des Götz von Berlichingen. In ihrem Garten spielt die Vereinsjugend und tobt sich richtig aus. Für jedes Kind gibt es eine süße Belohnung. Das beliebteste Spiel von allen ist einfach das Wurstschnappen. Darauf warten alle Kinder, ob die Kleinen oder die Großen, auch sie erfreuen sich mit. Ein ganz besonderer Spaß ist es natürlich, wenn es die Erwachsenen versuchen. Da haben auch die Aktiven mal ihren Spaß.
Gemütlich ausruhen kann man sich in der Burggaststätte, um anschließend durch den schönen Park zu flanieren. Wenn die Sonne sich dem Horizont zuneigt, macht man sich auf den Rückweg nach Hause.